ist heute Sonntag, der 2. Mai, es ist der Sonntag Kantate. In Schottland ist heute kein Gottesdienst, dafür bin ich mit euch unterwegs nach Magdeburg, denn dort wird unser Vikar, der Michael Schütt, heute ordiniert. Er bekommt sozusagen seinen Segen, er wird für seinen Dienst als Pfarrer gesegnet. Da nehme ich euch mit, ein Stückchen ist es noch bis nach Magdeburg und wir sehen uns dann wieder im Dom. So schnell geht's und wir sind in Kroatien. Nee, natürlich in Magdeburg. Und da hinten ist der Dom. Da findet in ungefähr einer halben Stunde die Ordination statt. Da geht sie los und da müssen wir jetzt rein. Der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf dich und bleibe bei dir jetzt und alle Zeit. Friede sei mit dir. Sage nicht, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Predigen alles, was ich dir biete. Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich bin bei dir. Thank you.
Gottesdienst ist vorbei, der Ordinationsgottesdienst. Aber es gibt noch einen zweiten Teil der Veranstaltung, der beginnt jetzt gleich. Und da bekommen die Vikarinnen und Vikare, die es jetzt nicht mehr sind, sondern sie sind ja ordiniert, noch eine Urkunde und ein kleines Geschenk von der Landeskirche. Und dann sind die Feierlichkeiten hier, zumindest in Magdeburg, erstmal zu Ende. Sie haben sich auf der reformatorischen Bekenntnisschrift mit dem Verweis auf die theologische Erklärung von Barmen ordinieren lassen und Ihr Assistent ist Chris. In Magdeburg ist die Ordination jetzt zu Ende. Ich mache mich auf den Rückweg und ich habe sogar was bekommen zum Mitnehmen, nämlich hier dieses schöne Lunchpaket und da werde ich mich jetzt unterwegs drüber hermachen. Bis dann.